Willkommen in Reutlingen. In unserem Video werden wir euch jetzt die wichtigsten Infos zu Wohnen, Bus und Veranstaltungen in Reutlingen vorstellen. Wir befinden uns gerade direkt neben dem Campus, wo die Studentenwohnheime der Hochschule stehen, von denen wir uns heute zwei aus der Nähe anschauen werden. Eines der modernsten Wohnheime seht ihr hier. Das hier ist eine Einzimmerwohnung, die zwar klein ist, aber trotzdem sehr geräumig und man hat alles, was man braucht. Die Wohnung besteht aus dem Schlafbereich und der Küche sowie einem Badezimmer mit Dusche. Neben den Einzelapartments gibt es natürlich auch WGs, die ihr euch im Internet genauer anschauen könnt. Im Erdgeschoss befinden sich mehrere Räume, die dem gesamten Haus zur Verfügung stehen. Dazu gehören ein Fitnessraum, die Waschküche und der Trockenraum. Die Studentenwohnheime sind aufgrund ihrer niedrigen Mieten sehr beliebt. Am besten ihr bewerbt euch frühestmöglich um einen Platz. An den Wohnheimen ist immer was los, ob Partys oder Running Dinner, man lernt schnell neue Leute kennen. Ein paar hundert Meter weiter steht das zweite Wohnheim, das von den Studenten wegen der vielen Fensterfronten auch Aquarium genannt wird. Hier gibt es Zweier-, Fünfer- und Sechser-WGs. Schauen wir uns eine Zweier-WG mal genauer an. In jeder WG haben beide Mitbewohner ihr eigenes Zimmer. Küche und Bad werden geteilt. Die Zimmer sind groß genug, damit man alles Wichtige unterbringen kann. Bett, Schreibtisch und Kleiderschrank werden zur Verfügung gestellt. Für Wäsche findet man einen kleinen Waschraum im Erdgeschoss. Mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, der fast alle 5 Minuten fährt, ist die Hochschule von der Stadt aus sehr gut zu erreichen. Die Busfahrt dauert ungefähr 10 Minuten. Mit dem Studentenausweis fährt man unter der Woche nach 19 Uhr und an den Wochenenden ganztägig umsonst Bus und Bahn. Mit dem Ausweis ist es sogar möglich, bis nach Tübingen und Stuttgart umsonst zu fahren. Einige Studenten wohnen auch in der Reutlinger Innenstadt in einer der zahlreichen WGs. Hier ist man zwar nicht so nah an der Uni, aber dafür direkt in der Stadtmitte. Außerdem ist es immer cool, mit anderen Studenten zusammenzuwohnen, wodurch man wiederum neue Leute kennenlernt. Mit seinen schönen Fachwerkhäusern und der gemütlichen Innenstadt hat Reutlingen die perfekte Größe. Hier gibt es einige süße Cafés und Restaurants sowie die üblichen Shoppingläden, aber auch genügend ruhige Plätze und Parks, die sich gut zum Sportmachen eignen oder auch einfach nur zum Chillen. Neben dem Freizeitangebot organisiert die Uni auch viele Partys, die gut besucht sind. Wer nicht so gerne in Clubs geht, für den gibt es andere Angebote, wie zum Beispiel das Running Dinner oder Barhopping. Für mehr Abwechslung fahren viele Studenten auch nach Tübingen oder Stuttgart. Wir konnten euch mit unserem kleinen Video einen guten Einblick in das Leben in Reutlingen geben. Danke fürs Zuschauen.